Das Geld kriegt man dann schon wieder ganz gut rein. Was war denn hier oben in dem Gebäude drinne? War das ein Dungeon? War es ein... War das, was war's? Oder war das das Labyrinth vielleicht sogar? Donnerfaustgebirge, okay. Gut, nochmal ein großer Krog. Aber scheint ja irgendwie so ein großer Vulkan zu sein hier, oder was? So, wo gehen wir jetzt hin? Da ist es stark, da sind die Hydras. Was ist hier hinten? Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein paar Magier-Damen rumwandern. Gut ist auch, dass die Bürger uns hier nicht angreifen. Ich meine, im sechsten Teil, wenn du die getriggert hast, haben die einen immer angegriffen. Oh, ich höre schon wieder die Scheißvögel hier rumschreien. Ja. Komm, ey. Aber ich sehe hier. Doch, da hinten ist ein Feuervogel. Den haben wir aber noch nicht getriggert, wenn ich es richtig sehe. Kannst du den erstmal bitte weghauen? Denke mal noch einen Schuss oder was? Aber egal. Der ist weg. Gut, der ist auch weg. Machen wir den auf Nahkampf? Ganz altmodisch. Denke mal, ne? Machen wir schön auf Nahkampf. Und Heldentum und Segen müssen wir wieder reinmachen. Unerträglicher Schmerz! Das war gut. Bis auf, dass sie jetzt ordentlich Leben verloren worden ist. So, du machst jetzt nochmal auf alle Segen, Heldentum. Und wir hoffen, dass deine Mana langt. Wir machen dir jetzt erstmal nur Segen, weil wir eh noch so viel nachbuffen müssen. So gut wie neu. Dass sie bis dahin vielleicht eh volles Leben hat. Alles klar. Ja. Heldentum auf jeden Fall. Sind wir auch mittlerweile beim Meisterrang, ne? Eine Stunde plus 15 Minuten pro Fähigkeitswert, okay. Da wäre halt geil, Großmeister, ne? Dann bin ich bei 8 Stunden oder so, was das hält, oder 10. Und Segen nochmal. Boah, wenn eine Regeneration auf alle Gruppen gleichzeitig wäre, ne? Schnellere Heilung pro Minute, okay. Vor allen Dingen pro Minute. Ist halt schon stark, ne? Geistmeister könnten wir auch nochmal überlegen. Ob wir das machen. Ach ja. Nur noch auf den. Bam. Und jetzt können wir wieder Abfahrt machen. Und die Vogelfiecher hier mal alle schön wegmachen. Da sehe ich ein Feuer. Der wird lange dauern. Wir könnten natürlich mal mit Zauber arbeiten und gucken, ob wir die dann schneller wegmachen. Ja gut, dann mach halt erst den Rock weg hier. Geht eh noch nicht auf das Feuer, Vogelfiech.
Kannst du den bitte erstmal wegmachen? Nö, kann er nicht. Okay. Kann er halt einfach nicht. Okay. Machen wir mal von hier weiter. Ah. Immer nur ein Pfeil trifft leider gerade. Wir haben ihn noch nicht mal bei der Hälfte. Ah, die Bewohner sind immer noch tricky auf mich. Hier habe ich schon deine Cousins und Cousinen platt gemacht. Nur mal so, ne? Mit dem Feld hier. Nein! Ich wollte den nicht wegmachen. Oh, es tut mir voll leid jetzt. Komm, hau ihn doch weg. Nahkampf jetzt. Ja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Neutral. Ich werde meinen Ruf nie hochbekommen, wirklich. Niemals. Taten hier. Gefängnis, abgesessen, ein Rittermeister, Geldstrafen. Ich habe auch keine Geldstrafen im Moment. Was ja schon mal positiv ist, dass wir keine Geldstrafen haben. Obwohl wir natürlich genug Geld hätten. Kommst du hier, Lenz? Ja. Schnell stoppen. Was ist er? Er ist der Feuer. Ne, er ist der normale Rock. Okay. Damit die Viecher alle weg haben, ne? Oh. So ein befreiendes Gefühl. So, komm. Der müsste jetzt weg sein? Ja. Große Rocken, okay. Da ist ein Rock, den könnten wir nochmal schnell wegmachen. Jetzt kommen die da aber gleich alle über den Berg. Oh, das sind wieder zu viele, die wir auf einmal getriggert haben. Na, dann gebe ich jetzt noch eine Runde, dann fällt er auch oder haut ab. Okay. Ah, das ist scheiße hier mit den Bergen irgendwie. Da kannst du sie nicht richtig schön hier längs ziehen, rückwärts. Großer Rock. Rockenmaler. Komm, wir machen jetzt erstmal den großen weg. Und hoffen, dass dann der kleine relativ fix noch mit weggeht. Ich glaube, dass da einer noch ein richtig starker mit bei ist. Und weg, bevor er hier ist. Komm schon. Nein. War so knapp. Es war so knapp. Aber von hier sieht es doch jetzt besser aus, oder? Keine Ahnung, wo jetzt der eine ist, den wir die ganze Zeit beackert haben. Aber der sieht doch erstmal ganz gut aus. Nö. Kriegen wir nicht. Er haut auch schon wieder ab. Werden bestimmt gleich 5, 6 haben, die alle abgehauen sind und die wir mit einem Schlag wegmachen. Ach, guck mal, das sind jetzt aber alles. Ne, ein großer von dabei. Wenn wir den noch wegbekommen, bevor er hier ist, wäre das nicht schlecht. Dann müssen wir nicht nochmal umdrehen, abhauen. Schaffen wir das noch? Ach, komm, auf Nahkampf. Komm, bitte, mach ihn weg. Yes. Und die machen wir jetzt komplett auf Nahkampf. Ja. 71 Schaden hat Skelett nochmal reingedrückt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Magisches Auge mal nachsetzen. Ich bin unglaublich. Ah, ob du jetzt unglaublich bist, weiß ich noch nicht. Das wird sich noch zeigen. So, hinten ist wieder ein Obelisk. Sehr geil, sehr geil, sehr geil.
Was seid ihr alles für Viecher? Guck mal, ne. Ein Rock noch mit Vollleben und einer noch mit einem Zipfel. Sollten wir schnell wegmachen, denke ich. Na komm schon, hau ihn um. Jawolski. Und jetzt den. Hab ich. Und looten, leveln und looten. Hä? Wo ist denn jetzt hier noch einer? Was ist? Ist auch nur so ein kleiner Rock, ne? Ja. Die sind halb so wild. So, können. Was bist du? Normaler, okay. Wo kommen die denn noch alle her? So, die werden dann immer geistig angezeigt und dann sind sie immer schon fast da. Bevor man überhaupt irgendwie reagieren kann. So, mal gucken, was steht hier drauf. Das finde ich auch ganz cool gemacht, dass hier dann überall so welche versteckt sind. Und daraus soll man ja nachher was lesen können. Wo ist denn... Da ist Notizen. Soll man so runterlesen können, ne? Dachte ich eigentlich. Ich... keine Ahnung, ich kann die... Ich kann sie nicht lesen. Ich kann sie noch nicht lesen, die Wörter. Aber egal, wir haben ja auch noch nicht alle. Vielleicht stehen sie auch gar nicht in der richtigen Reihenfolge. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, hier ist ja gleich das Ende der Map. Sollte hier ja nicht mehr allzu große Sachen kommen. Wollen wir auch nicht versuchen, hier irgendwie blöd hochzukraxeln. Gehen wir lieber da vorne irgendwo hoch. Vielleicht hier. Ja, da kommt man zumindest einigermaßen mal hoch. Und da kommen wir. So, was ist hier noch alles? Ist hier noch irgendwas Schönes? Außer Gegner. Von Gegnern habe ich jetzt genug. Nö, da vorne ist noch aus Item und ein Gebäude ist hier noch. Wo ich tatsächlich noch nicht war. Also ich könnte mich jetzt jedenfalls nicht dran erinnern, was da war. Wieder voll aktiv und Jumpy. Achso, ist gar kein Gebäude. Das ist das Labyrinth. Oh, das Labyrinth habe ich auch Lust zu. Sind aber die Minotauren. Die sind ja ein bisschen stärker, haben wir gestern erfahren. Beziehungsweise halt eigentlich nur die größeren. Die kleinen und mittleren gehen ja sogar. Würde ich mich auf jeden Fall gerne drin versuchen. Aber erstmal will ich hier noch weiter die Insel erkunden oder was auch immer das hier ist. Naja, Insel wird es nicht sein, wenn wir hier über einen Tunnel angekommen sind. Was steht denn da eigentlich immer als Beschreibung? Beschreibung habe ich mir, glaube ich, noch nie durchgelesen bei den Dungeons. Vor euren Augen erstreckt sich, soweit ihr sehen könnt, ein gigantisches magisches Labyrinth. Wenn man es länger betrachtet, verschwimmt der Blick und trübt sich der Geist. Ach du dicker Aal. Schnell weg. Die Hydras, die sind halt zu stark. Also sind, gehen auch, wenn sie nicht die ganze Zeit drauf feuern würden. Jedenfalls haben wir das Labyrinth jetzt gefunden. Da sind halt auch noch schöne Kisten und so, ne? Ja. Aber warten wir noch ein bisschen ab. Warum komme ich jetzt hier nicht längs? Hallo? Ich muss raus. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Oder so ähnlich. Yes, jetzt sind wir drüber. Gut. Federfall ist noch aktiv. Brauchen uns also keine Gedanken machen, dass wir hier gleich draufgehen, nur weil wir wieder zu schnell eine Klippe runterspringen. Hä, warum ist da denn jetzt noch so ein Vogelfiech? Nee, das ist wieder ein Dorfbewohner, ne? Wie auch immer wir die verärgert haben. Räumen hier alles auf, ne? Trotzdem Aggro auf uns.
Das war knapp. Das war knapp, aber gekonnt ausgewichen, würde ich mal behaupten. Au, au, au. Man denkt irgendwie trotzdem, man kriegt jetzt gleich voll den Fallschaden rein. Da oben müssen wir, glaube ich, gar nicht rein. Mussten wir jetzt bei der anderen Aufgabe, die wir hier bekommen hatten, auch ins Labyrinth? Findet die Gebiete des Zwergenkönigs in den Tunnel. Ne, das haben wir. Gebeine übrigens. Geht über den großen Teleporter. Das haben wir. Findet Haldas Gebeine im Labyrinth. Ja, müssen auch ins Labyrinth. Oh, ich hätte schon Bock, das Labyrinth zu versuchen, ne? Also machen wir auch gleich. Da gehen wir halt nicht weiter hin. Hier unten wahrscheinlich noch ein paar Vogelfiecher wegmachen. Oder Hydras. Hydras. Da sehe ich uns noch nicht. Waren wir da ganz oben drauf schon? Müsste ich jetzt auch lügen, ne? Gehen mal andersrum rein. Oder rein. Oder rauf. Rein, rauf. Hallo. Hexer können wir nicht werden, da wir ja den hellen Pfad genommen haben. Weil wir ja ganz normale Bürger sind, die jeden Tag ihre Steuern zahlen. Okay, jeden Tag nicht. Kommt man hier rauf? Da habe ich jetzt ja eigentlich gar keinen Bock, hier jetzt den Weg rauf zu kraxeln, ne? Wie das auch aussehen muss, so richtig schäbig, wie man sich da den Berg hochzieht. Na, kommt er hier hin? Ja. Von hier können wir dann da so rauf. Tricky. Ich sage ja immer wieder, das ist nicht Might and Magic 7, das ist der Bergsteiger-Simulator 7. Guck mal, jetzt sind wir doch gleich oben drauf. Gucken, was hier oben ist. Sieht aus wie eine Burg oder Festung oder so. Nicht wieder runterfallen, das wäre es jetzt. Hallo, ist hier irgendwer? Ach ja, guck mal, hier ist auch ein Eingang. Und noch ein vernünftiger Weg hoch. Mahlzeit, Donnerfaustgebirge. Ah, okay, hier gehen wir auch nicht hin. Nehmen wir aber nochmal natürlich die Rüstung hier mit. Ganz nett, aber unnütz. Oha, der ist ja richtig nice. Den kriegt sie ja auf jeden Fall. Bam. Jetzt sehen unsere Leute auf jeden Fall schon mal verdammt gut aus. Jetzt machen wir ganz schnell hier runter. Wir machen aber trotzdem mal den Federfall an. Gar keinen Bock, jetzt Fallschaden zu bekommen. Und hauen für den Hydras ab. Angst, Angst, Angst. Oh. Hab nur gesehen, wie hier hinter die ganze Zeit die Feuerkugeln reingeflogen sind. Ich glaube, aus der Third-Person-Perspektive wäre das jetzt schon filmreif gewesen, tatsächlich. So, waren wir hier in dem Stadtteil schon? Luftresistenz? Ledermeister? Doch, hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Experten, ein Stab. Nur Experten mit mir. Bogenmeister, stimmt, hier hatten wir uns Bogenmeister geholt. Ja, Burgmeister. Stimmt, hier sind wir angekommen. Hier sind wir doch angekommen, hier oben. Irgendwo. Kamen wir von hier? Hallo? Ja. Von hier kamen wir. Ach schon. Schönen guten Tag, Grit. Na, alles fit? So, jetzt gehen wir noch mal zum Ausbilder und gucken mal, ob wir ein paar Level aufsteigen können. Und machen mal unser Inventar leer und so. Können wir mal als erstes fast machen. Trefferpunkte plus 12.
Handschuhe, die brauchen wir nicht. Weißer nicht. Sprung. Kann verkauft werden. Haben gar nicht so viel im Inventar, ne? Ja, es ist mir auch schon aufgefallen, dass hier alles teuer ist. Was mich auch gefragt hat, komme ich jetzt hier immer nur durch diesen blöden Tunnel hierher? Wahrscheinlich, ne? Hier werden wir niemals müde. Ah, ist natürlich echt teuer hier. Ich glaube, das lasse ich woanders machen. Könnte natürlich dann nochmal durch den Tunnel zurückgehen, komplett. Und mir das Stadtportal-Zauber holen, den ich noch in der Bankfach habe. Das könnten wir natürlich noch machen lassen. Nur Tunnel oder Stadtportal. Ja, dann holen wir uns auf jeden Fall mal Stadtportal. Weil ich will das Labyrinth heute noch angehen. Auch wenn du mir nicht dazu geraten hast. Wassermagiemeister, Experte. Ist hier gleich der Feuermagie-Meister? Wo ist denn der? Können uns ja mal wieder eine Liste nebenbei aufmachen, dass wir mal alle Lehrer uns wieder aufschreiben. Da haben wir alle die ganze Liste. So, ziehe ich auch mal rüber. So. Feuermeister ist ein Harmondil? Das passt ja. Wäre sogar schon mal lernen können. Der erfahrene Spieler kauft sich bei erster Gelegenheit Stadtportal Buch, bevor er hierher kommt. Ich habe mir es tatsächlich sogar gekauft, aber habe es natürlich nicht mitgenommen, sondern auf der Bank gelagert. Aber ich bin auch kein erfahrener Spieler, also von daher. Okay. Plattenmeister haben wir ja schon erledigt. Das löschen wir mal raus. Können wir mal ihn hier öffnen, ob er irgendwas anderes jetzt hat. Axtmeister haben wir. Bogenmeister können wir nicht werden. Schwertmeister haben wir. Plattenmeister haben wir. Schildexperte langt uns. Reparierenmeister ist auch gut. Da können wir natürlich jetzt nochmal auf Großmeister gehen, müsste aber die nächste Stufe erstmal erreichen. Nee, kann er gar nicht werden. Großmeister, ein Schwert, ein Axt. Schwert könnte er aber Großmeister werden. Und Platte auch. Ja, so ist doch erstmal ganz gut. Wir könnten ihn natürlich auch nochmal in Ausdauer hochskillen, oder wie heißt das? Hieß das Ausdauer? Wer kann uns das beibringen? Bestimmt der hier. Speer könnte er theoretisch auch, der Ritter. Ja, aber ich hatte irgendwie Bock auf einmal eine Axt und einmal ein Schwert. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Sollten wir natürlich dann auch irgendwie nicht hier lernen, ne? Können wir dann ja auch woanders lernen. Dann bist du hier aber soweit gut davor. Hier. Geistmagie-Meister könnten wir uns noch machen lassen. Mehr würde ich da aber auch dann nicht machen wollen. Handeln hast du schon, Meister, ne? Bogen, Experte, das langt. Streitkolben vielleicht noch ein hoch machen. Dass wir da auch Experte werden. Handeln, Meditation noch auf Meister hätte ich gerne und Geistermagie. Geistermagie schreiben wir uns mal auf. Geistermagie auf Meister. Ich würde jetzt erstmal zurückgehen in Celeste die Priesterquest holen. Die ist easy und dann Körpermagie Großmeister. Könnte man natürlich auch machen. Ich wollte natürlich eigentlich erstmal, bevor ich nach Celeste gehe, so die ganzen kleinen Nebenquests machen, aber gehst du wieder in ein neues Gebiet, kriegst wieder neue Quests.
Weil ohne Körper, Großmeister, das Labyrinth ekelhaft. Okay. Könnten wir natürlich A machen. Großmeister brauchen wir immer 10, ne? Jo, okay. Müssen wir denn jetzt akut noch irgendwas lernen? Ich würde halt auch gerne seine nächste Begleiterquest machen, damit wir hier endlich mal, nee, nicht ihn, sie mal nicht, damit wir hier in Erdmagie noch einen hochkommen und die Fallen mit Telekinese öffnen können. Und entschärfen könnten wir dann auch, obwohl es nicht mehr so wichtig ist. Bogenmeister haben wir, Speermeister. Dafür brauche ich auf jeden Fall Unsichtbarkeit. Und lass mich raten, Unsichtbarkeit kann man erst lernen, wenn man die zweite Begleiterquest gemacht hat für den Bogenschützen, oder? Oder kann man das direkt dank dafür Expertenlevel in Luftmagie? Kettenexperte. Ah, die kann halt auch nicht so viel. Bogen. Ja, Feuermagie, Meister. Feuermagie hätte ich auch gerne einen hoch auf Meister, ne? Und Erkennungs. Großmeister. Hauptmagie. Achso, da müssen wir noch nach Harmondale. Okay. Jo, und das ist das Beschissene, wenn man nur einen Schützen als Elementarmagier hat. Ja, aber müssen wir dann durch, würde ich sagen. Gut, erstmal jetzt nach Harmondale zurück. Ja. Dafür müssen wir dahin. Gehen da mal in den Eingang rein. Mahlzeit. Aber jetzt ein Respawn komplett, ne? Oh, hätte ich ja gar keinen Bock zu, jetzt nochmal die Höhle komplett leer zu machen. So, ob ich den Weg noch drauf habe? Die Brücke kennen wir doch. Oh, guck mal, da ist noch Loot. Nice, nice. Ist ja generell noch voll viel Loot. Und noch ein paar Minotauren. Und nochmal die Seite von den Höhlen leer machen. Kommen wir aber auch nur zu anderen Ausgängen, ne? Weiß ich nicht, ob wir das unbedingt machen so wollen. Sind die halt gleich wieder irrsinnig, ey. Zwar nur ein Kratzer, aber kümmere Oh dich ne, drum. hab ich jetzt echt gar keinen Bock nochmal. Werden wieder alle irrsinnig und drehen durch. War das hier längs? Lasst uns abhauen. Ja. Ihr Jungs, der Weg ist wieder frei, ne? Könnt da ruhig durchgehen, wenn ihr Bock habt. So, hier ist dieser komische Stein. Müssen wir da längs, meine ich. Und hier rechts bestimmt. Und ich weiß nicht, ob wir hier runterspringen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, irgendwie, glaube ich, war das nicht so, oder?
Da kommt, ist der Teich. Doch, ich glaube, wir müssen da runterspringen. Also runterspringen. Ich werde mich jetzt auch hundertprozentig hier noch tausendmal verlaufen, wo ich hier wieder rauskomme. Ne, wir kamen, meine ich, von da damals. Bin mir aber nicht sicher. So. Links unten. Oha. Das ist ja noch ein Stückchen. Da muss ich ja erstmal. Hier waren wir. Dann gehen wir das gleich nochmal in der anderen Richtung raus. Bringt uns das was? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise, nee, wir kamen, aber kamen wir nicht von der anderen Richtung? Und jetzt gehen wir nämlich da oben komplett längs. Kommen wir hier raus. Da wollen wir nicht hin. Machen wir auch mal Double Speed an, damit wir hier schnell durchkommen. Abfahrt. Hallo, das bin ich hier. Ah, guck mal hier. Von da kommen wir ja. Und dann vielleicht hier längs? Ist eine Sackgasse? Nein. Aber hier, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Ja. Und dann hier längs, hier unten. Guck mal, hier, das kennen wir doch, das Stückchen. Jetzt müssen wir nur noch. Also wir sind jetzt kurz vorm Ausgang. Das hier? Nee. Kamen wir aber nicht von hier unten irgendwie? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ja, es sieht irgendwie gut aus oder auch nicht. Nee, sieht nicht so gut aus. Dann schauen wir mal Down. weiter. Oh, aua. Ist das hier? Nee. Man kann sich ja nicht mal an den Zwergen orientieren, weil die ja auch überall sind. Wirklich gar keine Orientierung gerade. Schlimm, 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 schlimm. Da sind wir gerade eben runtergesprungen. Ja, von hier kamen wir doch gerade. Müssen wir ja hier längs. Hier, hier, hier. Mal ein bisschen genauer angucken. Wir sind jetzt da. Und irgendwo hier ist der Ausgang. Gehen wir jetzt hier runter. Schauen uns das hier an. Ist da nicht? Müssen wir da hoch? Nicht, da hoch? Ja. Da müssen wir doch hoch. Aber wie kommen wir da hoch? Da kommen wir da hoch. Zack. Dann gehen wir hier hoch. Dö, jetzt müssen wir nur noch auf die andere Seite. Kleinen Jump and Run machen. Top. Hab ja wirklich gar nicht die Orientierung hier drin verloren. Ja, wirklich einfach. Daleks? Nö, das ist die Höhle. Wo die Kiste ist, die uns, glaube ich, schon mal umgebracht hat auch. Ja, ich habe hier doch wohl gestern erst alle weggemacht, oder nicht? Sehr schön. Bisschen Erz mitnehmen. Ist auch nie verkehrt. Von da kamen wir nicht. Da müssen wir doch irgendwie hin. Ne, hier ist auch ein Ausgang. Da sind wir richtig. Wir haben es geschafft. Grünes Fass. Ausdauer kannst du immer gebrauchen.
Stärke kannst du auch gebrauchen. Und wer hat noch wenig Ausdauer so generell? Die natürlich, weil die jetzt gerade schwach sind. Legen wir uns auch gleich erstmal eine Runde hin. Will der König eigentlich was Neues von uns? Ne, es ist der. Muss an sich eigentlich mal heilen. Passt auf euch auf. So. Und jetzt. Hallo, lass mich mal durch. Gehen wir mal eine Runde knacken. Was kann ich euch bringen? Einfach nur so ein ganz entspanntes Zimmer hätte ich gern. Was kann ich euch bringen? Proviant für 20 Tage. Wir haben aber noch 8 Äpfel. Das langt für den Rückweg, meine ich. Wem soll das denn nützen? Sucht ihr etwas? Ein bisschen was verkaufen, verkaufen. Ach scheiße, falscher Händler. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Reich aber geizig, sagt er zu uns. Irgendwann lassen sie uns bestimmt nicht mehr rein. Kommt wieder. Eigentlich ist hier doch auch ein guter Ausbilder in der Stadt, ne? Der uns ein bisschen trainieren könnte. Aber jetzt muss ich den halt auch wieder finden, ne? Ich hasse auch die Zwergestadt, da verlaufe ich mich mit am meisten. Das ist der Erdmagieladen. Ah, das sieht doch nach dem König aus. Die Truhen können wir hier nochmal öffnen. Hab's schon. Einfach nichts drinne. Auch einfach nichts drinne. Hier? Nein. Das Gefühl, hier waren wir schon wieder. Nein. Auch nicht. Komm mal ab da jetzt. Verschwinde! Von hier kamen wir, hier ist der Heiler nur. Haben die vielleicht gar keinen Ausbilder? Kann das sein? Ich glaube, dann haben die hier gar keinen. Na gut, wir machen nochmal die Kleiderschränke leer. Hab's schon. Ganz nett, aber unnütz. Links unten. Weiß aber auch echt immer, wo überall alles ist, ne? Reaktionsrüstung, egal. So einer. Bop, bop, bop. Hab's schon. Auch nichts drinne. Mahlzeit. Ich muss mal ganz kurz hier den Kleiderspind-Check machen. Und alles, was nicht aufgeräumt ist, muss ich leider mitnehmen. Ganz nett, aber unnütz. Das ist ja wirklich richtig unordentlich. Wem soll das denn nützen? Oh, jetzt habe ich den falschen anvisiert. Tut mir leid, wirklich. Hau da ab! Hau da ab! Hau da ab! So, waren wir hier schon überall? Da waren wir, da kommen wir her. Hallo, hau mal ab. Schon wieder den falschen benutzt, ey. Tut mir leid, wirklich. Wem soll das denn nützen? Man nimmt die Fallen halt gar nicht mehr so wirklich ernst, aber mit dem falschen. Kann er sie halt nicht öffnen, ne? Professor noch, Rot, Stärke. Er müsste auch mittlerweile so stark sein. Wie viel Stärke hat er? Moment, 217. Wegen irrsinnig. Alter Falter. Kein Wunder, dass er darauf haut. Ist das irgendwas Wichtiges ganz weit unten? Nö, ne? Ist ja eigentlich alles oben. Intelligenz und Charisma ist halt. Easy. Violett, das müsstest du. Reaktion, jo. Guck mal, haben wir auch den Meister gefunden. Also den Ausbilder. Hab's schon. Ohne Fleiß kein Preis. Schon 1000 Gold günstiger hier. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht.
Gut gemacht, gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht. Wir haben es auf jeden Fall gut gemacht, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal wieder die Fähigkeitspunkte verteilen. Hier würde ich gerne noch Ausdauer lernen. Kannst du mir das beibringen? Ja. Dich würde ich hier gerne auf Experte bringen, auf jeden Fall, Minimum. Reparieren natürlich ein bisschen hoch machen. Und dann lassen wir das hier auch erstmal so. Schwert noch ein, so lassen wir das. Hier Körper auf jeden Fall auf 10, ist schon mal gut. Ah, Seelenmagie, bin ich mir unschlüssig. Waffenmeister auch auf dem Ritter. Okay. Ohne Fleiß kein Preis. Was bringt genau Waffenmeister? Waffenmeister. Die Fähigkeit Waffenmeister steht für die Tricks und Kniffe der Handhabung verschiedener Waffen. Die Fähigkeit verringert die Erholungszeit durch Nahkampfwaffen. Ah, an späteren Rängen erhöht sie den Trefferbonus oder sogar den Schaden. Oh, auch sehr geil. Vielleicht kriegst du denn dafür nochmal ein paar Hufeisen, dass du das zumindest jetzt ein bisschen hoch machen kannst. Hier, snack die mal alle. Waffenmeister. Zack. Kann ich den auch schon mal auf Experten machen? Ich hoffe ja, dass die Experten vielleicht auch jetzt hier in der Stadt sind. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Seelenmagie, Großmeister. Koalitionsexperte ist hier in der Stadt. Ja, schon mal gut. Meditationsmeister ist auch nicht schlecht. Dann lassen wir das erstmal so. Ja, falschen Großmeister mache ich sofort, wenn wir die einen höher gemacht haben. Machen wir das sofort. Also machen wir, verteilen wir die auf 10 Punkte, ne? Feuer. Oh, Erkennungsgroßmeister, ne? Auch viel wert. Alchemie-Großmeister kann er leider nie werden. Sehr, sehr schade. Sechster Sinn. Boah, die hat ja richtig viele Punkte. Ach du dicker Aal. Machen wir mal Meister. Auch recht hoch. Das lassen wir noch. Das lassen wir. Ja, eigentlich weiß ich es noch nicht so genau, wie wir es hier verteilen wollen. Speer könnten wir noch ein bisschen höher machen. Mal ein hoch hier. Und dann Luftmagie. Meister kann sie ja nur werden. Da sparen wir noch ein bisschen die Punkte. Gucken wir dann, wenn wir sie auch direkt weiter trainieren können. Die Meisterstufe. Einlaufbogen machen wir. Chemie erkennen. Guck mal, erkennen machen wir auf 10. Sobald er einen ausgebildet ist, kann er den auch auf Großmeister machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Feuermagie, so machen wir erstmal. Gut, also Koalitionsexperte ist hier in der Steinstadt. Alles klar. Finde ich bestimmt wieder ganz schnell. Kleiderschrank müssen wir uns mal ankicken. Komm schon. Wem soll das denn nützen? Findet man aber auch immer gut, was hier zu verkaufen, ne? Und man kommt da easy ran. Ohne groß irgendwie jetzt einen Kampf anzuzetteln. Und die Fässer müssen wir jetzt mal alle wieder verteilen. Orange war Intelligenz. Kannst du ja Geist mit anfangen. Machen wir einfach mal auf dich. Yeah. Grün Ausdauer.
123. Ah, du hast recht wenig. Machen wir da mal ein bisschen auf dich drauf. Orange, Intelligenz. Gelb, was für gelb war doch Reaktion, meine ich, oder Geschick? Geschick. Violett machen wir auch auf dich. Reaktion. Und blau war Charisma. Zumindest habe ich die Farben schon gut auswendig drauf.